Denn nur dann können wir wirklich sehen, wie diese Stadt. Sie war vorher unsichtbar. Wissen ist überall, selbst in der Dunkelheit und Stille. Du darfst reingehen. Viel Spaß. Okay. Hallo, was liest du da? Ein Buch mit vielen Buchstaben. Manchmal finde ich Buchstaben sehr gruselig. Vielleicht solltest du dann etwas mit vielen Bildern lesen. Oh ja, irgendwann einmal, Liebes, wenn du mich jetzt entschuldigst. Oh, tut mir leid, entschuldige mich. Finde ich auch schön, wie die Katze da hinten einfach mal sich fett auf das Buch setzt. Das ist typisches Katzenverhalten. Hallo. Oh, hallo, warum liest du nicht? Oh, weil ich erst ein besonderes Buch finden muss. Ah, besondere Bücher sind toll. Das, was ich hier lese, ist auch sehr besonders. Oh, das ist toll. Nun, ich suche dann mal weiter nach meinem besonderen Buch. Hallo, was tust du da? Ah, ich suche mein besonderes Buch. Oh, tut mir leid, dass ich frage, aber warum stehst du auf einer Leiter? Du hast Flügel. Ah, weil die Leiter zum Benutzen gemacht wurde, natürlich. Aber was, wenn ich sie brauche? Dann solltest du warten, bis du dran bist. Wenn es ein Notfall ist. Aber wenn es ein Notfall ist und ich nicht so lange warten kann, dann hättest du vor mir ankommen sollen. Tut mir leid, aber ich muss weitersuchen. Ich muss die leeren Stellen scheinbar mit Zahlen füllen. Ja. Wie ging denn dieses komische Lied? 1 und 1 ist 2. 1 und 2 ist 3. 2 und 3 ist... Ich kenne die Zahlen nicht. 5. Ich sehe so viele Bücher. Ich glaube nicht, dass das Buch des Zauberers in den Regalen steht. Zauberer sagte, dass sein Buch sich vielleicht versteckt. Ah, Zahlen. Aber ich muss noch mal ganz kurz ein Päuschen machen. Bis gleich. Mein Rechner hasst mich. Ich war nur 5 Sekunden weg. Und er geht einfach raus. Ich meine, ich kann ja verstehen, wenn ihm zu warm ist. Mir ist auch zu warm. Aber das ist uncool. Das ist verdammt uncool. So. Also. Hat der denn das da gespeichert oder muss ich das jetzt generell nochmal neu ausfüllen? So, wir haben 1 und 1 ist 2. 1 und 2 ist 3. Wir brauchen eine 5. 2 und 3 ist 5. Das ist das E. 3 und 5 ist 8. Das ist dieses komische I. 3 und 5 ist 8. 8 und 5 ist 13. Das ist 10. Und dann kommt wahrscheinlich da eine 3 ran. Also es ist dann... Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt bis 13 müssen. Das da. Und das da. So. Dürfte reichen. 2 und 3 ist 5. 3 und 5 ist 8. Und 13. Ich hab's geschafft. Ich bin so toll. Jetzt muss ich den Hebel umlegen. Ja, ich darf jemanden umlegen. Ah. Das ist eine Kurbel und kein Hebel. Ja. Na! Hallo. Das muss das Buch des Zauberers sein. Ich komme nicht ran, so typisch. Aber es gibt immer etwas zum Draufklettern. Bücher zum Beispiel. Nein. Zeit. Denn im Frühling ist hier zu. Und dann kann ich die Leiter benutzen, um an das Buch zu kommen. Gruselig. Entschuldigung, ich brauche das Buch. Oh, das sieht interessant aus.
Den Text kann ich aber nicht lesen. Ich erkenne die vier Jahreszeiten und die Kreaturen. Der große Zauberer malt wohl gerne. Oh, guck mal, hier haben wir Zwillinge. Siamesische, am Kopf zusammengewachsen. Ah, ich wünschte, ich könnte es verstehen. Vielleicht steht da, dass Bäume angucken super ist. Was ist das denn? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Skelett ein Baby bekommt. Scheinbar wird das Kind mit einem großen Kopf geboren. Menschen mit großen Köpfen sind toll. So wie ich. Gruselig. Das sieht aus wie irgendein Zyklus. Ich frage mich, was es bedeutet. Vielleicht Jahre? Ich denke gerne, dass es 5 von mir gibt. Vielleicht ist es also das. Oh, das ist Remor. Das Monster. Scheinbar lieben die Leute ihn. Warum sollten die Leute ein böses Monster lieben? Vielleicht haben sie Angst. Pff, aus Angst tun wir oft dumme Dinge. Das ist das Skelett mit dem Zylinder. Das heißt, die Wesen von Iterasta kennen ihn. Vielleicht ist er ein gutes Wesen. Nächstes Mal sage ich Hallo. Da kommen wir aus der Bibliothek raus? Ja. Aber wir brauchen ja eh Winter. So. Bin da. Dann bringen wir ihm mal sein Buch. Noch einmal da lang. Dann da lang. So, ich habe dein Buch, Junge. Hier ist ihr Buch. Es war in der Musikbox. Ich habe die Puppe gesehen. Hehe, das Itward-Schloss. Das klingt nach Spaß. Danke für das Buch. Jetzt erinnere ich mich an viele Dinge. Viele, viele Dinge. Und was jetzt? Es sind noch 2 Dinge auf dem Stern. Ja, Fisch im Wasser. Achso, Fisch im Wasser. Fisch, frei schwimmender Fisch. Geh zurück, kleiner Fisch. Geh nach Hause. Wow, Sie haben den Fisch aufgeweckt. Ja, weil ich mich erinnert habe, wie es geht. Ist es nicht wunderschön? Das ist magisch. Können Sie das auch mit anderen Wesen machen, wie Menschen? Natürlich, aber nur, wenn die Umstände gut sind. Aber die Umstände sind oft nicht positiv. Ich verstehe. Also wir müssen die fehlenden Steine finden, ja? Der Fisch hat mir gesagt, dass meine Schuhe an den Füßen eines tollen Tänzers sind. Weißt du, wo der Tänzer sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß. Ich gehe und schaue nach. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich reinkomme. In die Bar. So. Achso, jetzt ist ja gerade sowieso keine Bar da. Ach, guck mal. Jetzt ist der Holzstapel viel kleiner. Oh, oh. Da war ein Loch hinter dem Feuerholz. Super toll. Komm schon, geh rein und vergiss nicht, ich brauche ein Ticket, um reinzukommen. Von daher, vielleicht kannst du eins von jemandem wegnehmen. Aber ich will nicht stehlen. Wir leihen es uns nur, Kätzchen. Wir geben es später zurück, okay? Okay. So, momentan ist ja eh leer hier drin. Ticket, 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 Ticket. Ticket. Ich sehe ein Ticket. Das kann ich gerade nicht nehmen. Es wird benutzt. Da sind die Schuhe. Das ist der Tänzer. Eine Motte, die habe ich früher gegessen, aber jetzt nicht. Der Marienkäfer ist das Kleinste, was ich hier gesehen habe. Das ist der Barkeeper. Er arbeitet. Okay, warte mal, wenn wir vielleicht...
Wow, du bist der tollste Tänzer der Welt. Ja, 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 ja. Gib mich Ticket. Ich glaube, das ist dein Ticket. Das sollte ich nehmen, ja. Ich habe das Ticket. Ich habe es. Du bist super toll, Kätzchen. Ich liebe dich so sehr. Jetzt kommen wir rein. Wie sieht das Ticket denn aus? Aha. Ja, aber ganz ehrlich, da könnte ich dann ja theoretisch auch die Karte vom Dings nehmen. Hallo nochmal. Achso, hallo nochmal. Hast du dein besonderes Ticket gefunden? Die Show fängt gleich an. Ja, nur... Schauen Sie mal. Es sieht so aus, als hätte ein Ticket den Weg in meine Hände gefunden. Was? Lass mich mal sehen. Das kann nicht stimmen, auf keinen Fall. Ich habe schon jemanden mit diesem Ticket eingelassen. Sehr seltsam, junge Dame. Huch, aber woher können Sie wissen, dass das Ticket von jemand anderem ist? Die Symbole sind richtig, siehst du, aber schau dir die Handschrift an. Das gehört jemandem, der viel älter ist als du. Das sehe ich. Na gut, gibt es eine Chance, hineinzukommen? Ich meine, geht es überhaupt? Wenn du ein eigenes Ticket hast, junge Dame, bist du hier mehr als willkommen. Darf ich jetzt bitte? Ja! Ticket, Fran und Kätzchen können auf die Party! Unser eigenes Ticket zur Party. Ich habe es selbst gemalt, weil ich kein Ticket hatte. Zack. Schauen Sie mal, ich glaube, das ist mein eigenes Ticket. Oh, verstehe. Aber die hast du selbst gemalt. Ja, ich dachte, das sollte ich. Ich war nicht eingeladen, da habe ich mich selbst eingeladen. Sehr clever, junge Dame. Nun, ich denke, ich kann dich reinlassen. Genieß die Show. Vielen Dank. Und rein da. Können wir der Biene denn... Das ist eine Biene, oder? Ich glaube, das ist eine Biene. Können wir der ihr Ticket wiedergeben? Das ist tatsächlich eine Biene. Hier ist dein Ticket. Tut mir leid, aber ich habe es genommen und wollte es zurückgeben. Oh mein Gott. Du bist sehr nett. Danke dir. Vielen Dank. Errungenschaft. The Kind Thief. Der Tänzer ist fabelhaft. Mit allen reden? Ich frage mich, ob diese Insekten auch in meinem Garten sind. Wenn ich zu Hause bin, baue ich all den Insekten ein kleines Haus. Ich habe nie daran gedacht, dass sie tatsächlich ein Leben haben. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Gut, kennst du zufällig einen gewissen Mr. Antonio, den Größten? Natürlich, er war ein großer Trompeter vor einigen Jahren. Meine Mutter liebte seine Musik. Oh, er war also real. Ich habe ihn in der Welt der Menschen gesehen. Er ist jetzt sehr alt. Wirklich? Wow, die Welt der Menschen. Nun, weißt du, wir wollen im Alter andere Realitäten besuchen, um zu sehen, ob wir was verpasst haben. Oh, darum war er da, in meiner Realität. Wir Menschen tun so etwas nicht, glaube ich. Oh, schade. Das macht Spaß. Ich bekomme gerne Briefe von meiner Mutter. Sie erzählt mir viel. Hehe, ja, das klingt gut. Nun, ich muss weiter. Mach's gut. Ich muss den Tänzer irgendwie austricksen. Ach so. Ich spreche mit der Katze. Ich dachte, ich spreche mit dem Baum. Oh, ich habe gehört, wie eine Kreatur über geschichtete Realitäten sprach. Zeit und so. Rhythmus und Jahreszeit sind wichtig in diesem Land. Alles ist verbunden. Verstehe, ich muss daran denken, dass Zeit und Raum wichtig sind. Und Rhythmus. Hallo? Entschuldigung? Ich brauche deine Schuhe. Warum antwortest du mir nicht? Bitte. Ich glaube, er ist sehr konzentriert. Ah! So eine riesige Motte habe ich noch nie gesehen. Ich störe sie nicht. Oh, da trinkt eine Frau ganz alleine Limonade. Vielleicht erwartet sie jemanden. Oder vielleicht nicht. Wie auch immer, ich hoffe, ihr geht es gut. Hallo! Oh, hallo, du bist gekommen. Wie schön, genießt du die Show? Ja, sehr, aber ich brauche die Schuhe des Tänzers und ich weiß nicht wie. Aha, du tanzt also gerne. Er ist ein sehr guter Tänzer, hab ihn noch nie scheitern sehen. Ist er sowas wie der beste Tänzer der Welt? Der Welt? Ich würde sagen des Universums. Er folgt immer dem Rhythmus. Verstehe, nun danke, ich muss los. Tschüss. Okay. Ja, im Winter gibt es natürlich keine Bar. Ich kann jetzt mit meinem Ticket reingehen. Ja, aber es ist Frühling, da ist zu. Ich frage mich, was das ist.
schauen wir uns das da mal an. Da wird ja gerade gewerkelt. Das selbstspielende Klavier hat unten eine Tür. Ich bin neugierig. Ja? Hallo. Hallo, möchtest du ein Autogramm? Oh, nicht wirklich. Was macht der Trompeter da? Er repariert das Klavier. Der Rhythmus muss perfekt sein, damit wir die Show starten können. Ah, verstehe, danke. Und wir können mit dem Tänzer reden. Hallo, Tänzer, ich brauche dringend deine Schuhe. Und warum ist das so? Die Schuhe gehören dem Tänzer. Ich bin ein Tänzer und ich brauche sie, um mit dem Zauberer zu tanzen. Oh, tut mir leid. Was hast du gesagt? Ich will deine Schuhe. Du willst was? Ein bisschen Limonade? Du wirkst etwas angespannt. Nein, ich will keine Limonade. Wo hast du deine Schuhe her? Du solltest ein bisschen Limonade trinken und zumindest den Durst loswerden. Lass mich erklären, ich brauche deine Schuhe. Der Zauberer braucht sie. Oh, aber das ist unmöglich. Ich kann dir nicht meine Schuhe geben. Der einzige Weg, an meine Schuhe zu kommen, ist, sie mir wegzunehmen. Und wie du siehst, stehe ich auf ihnen. Das ist also unmöglich. Aber wenn du deine Füße hebst, könnte ich sie nehmen. Das geht nicht. Nur an dem Tag, wenn meine Füße gen Himmel gestreckt sind. Nur dann können mir meine Schuhe genommen werden. Ansonsten stehe ich für immer. Verstehe. Naja, danke. Tschüss. Ich kann die Uhr nicht rückwärts stellen, ne? Ich kann immer nur die Jahreszeiten nach vorne wechseln. Kann ich die mit Geld bestechen? Selbst wenn es klappt, wüsste ich nicht, wofür es nützt. Und unten eine Tür. Ich bin neugierig. Ja, aber... Hallo? Hallo? Ja? Was macht der Trompeter da? Verdammt. Oh, die störe ich jetzt nicht. Ich warte, bis sie nicht mehr spielen. Falls sie eh aufhören. Ach klar, ich muss ja einfach nur schnell genug beim Stellen sein. So. Rätsel. Das ist blau. Das ist rot. Das ist gelb. Ah, das ist kein echtes Klavier, nur ein Schild. Nein! So, und im Herbst spielen sie ja dann schon. Oh! Gib mir die Schuhe. Ich hab die Schuhe. Ich bin so klug. Bringen wir sie dem Zauberer. Das sind die Schuhe des Zauberers. Ich hab sie vom Tänzer. Okay. Winter. Und hoch da. Ey, yo. Ich hab ja Schuhe. Ich hab die Schuhe. Ich hab sie. Sie sind sehr hübsch. Schauen Sie. Boah, du hast es geschafft. Du hast wirklich eine tolle Maschine in deinem Kopf. Danke. Jetzt noch das Letzte, damit ich nach Hause kann. Das Letzte. Luft. Ich erkenne diese Feder. Sie gehört Palantras. Ja, ich sah ihn sehr verletzt. Ihm wird es gut gehen. Er hat das pinke Wasser. Das kann alles heilen. Ja, das stimmt. Naja, was tun wir mit der Feder? Hehe, geh zur alten mechanischen Valokas-Puppe. Dort ist mein Zauberstab. Ich muss meine Hasenwissenschaft beenden. Ich glaube, ich habe die Antwort. Oh, okay. Ich bringe ihren Zauberstab zurück. So, und das können wir sicherlich auch im Winter tun. Ich denke mal, da müssen wir jetzt nicht extra die Zeit wechseln. Welcher Hebel ist für was? So. 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 Das ging ja leichter als gedacht.
Aber super, das war die letzte Aufgabe. Jetzt kann ich nach Hause. Das ist der Zauberstab des Zauberers. Damit kann ich nicht zaubern. Warum eigentlich nicht? Das ging jetzt wirklich leichter als gedacht, das letzte. Da, dein Zauberstab. Hier ist Ihr Zauberstab, Herr Zauberer. Oh, großartig, prächtig, du hast es geschafft.